Wunderschönen guten Tag, Freunde am chinesischen Gadgets. Ich habe drei Gadgets für euch, drei Produkte, werden wir uns anschauen, sind alle irgendwie ziemlich kurios, deshalb habe ich es auch bestellt. Und zwar direkt aus China bei Wish und bei AliExpress. Bevor es aber losgeht, möchte ich den aktuellen Spendern danken, weil ich das jetzt so oft vergessen habe. Ein fleißiger Unterstützer möchte anonym bleiben, respektiere hiermit und spendet 75 Euro über PayPal und lässt nette Grüße da. Und nochmal 30 Euro, ebenfalls über PayPal, vom Markus. Und er schreibt: Ich wollte euch beiden eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Liebe Grüße. Mit uns beiden ist halt Samino nicht gemeint. Okay, und die dritte Spende, die kann ich gleich zuordnen. Warum? Das werdet ihr jetzt gleich erfahren. Der Spender schickt nicht nur 50 Euro per PayPal, sondern schickt auch krustige Grüße. Weihnachtsgrüße sogar. Hau rein, mach weiter so. Das kommt den einen oder anderen vielleicht bekannt vor, weil er so ziemlich in jedem Video von mir immer krustige Grüße schickt. Krustige Grüße. Und er nennt sich Hodus Krustus. Mit langsam zu einer Art kulturellen Erbe hier auf meinem Kanal. Ich habe ihm mal geschrieben, so als Antwort, dass wenn er das weiter so durchzieht, auch auf anderen Kanälen, er kann irgendwann selbst einen YouTube-Kanal aufmachen, weil er einfach mal schon so Legend ist, dass ihn jeder kennt. Also er hat auf jeden Fall ein krustiges Alleinstellungsmerkmal. Danke an alle Spender. Mittlerweile ist auch meine Kanalmitgliedschaft viral gegangen. Vier Mitglieder. Mittlerweile drängen sich vier Mitglieder, vier Kanalmitglieder auf engstem Raum. Ich glaube, ich werde die Funktion als nächstes einstellen müssen. Also Kanalmitgliedschaften sind ja bei mir ganz, ganz streng limitiert. Nicht wahr? Also schlagt zu. Ich mache noch Spaß. Wir fangen an mit dem ersten Gadget. Und das ist der eine. Freunde, nicht der andere. Nein, der eine. Der besonders billige. Wie bei dem einen handelt es sich hierbei auch um billigen Blechschmuck von Bijou Brigitte. Ich meine, welcher Ring würde sonst in so einen kleinen lächerlichen Vulkan schmelzen? Das ist das gleiche, wie immer so einen Ring in heißen Schmelzkäse fallen lassen würde und der verformt sich dann. Also hier, Frodo, also über Geschmack kann man ja so streiten und über Qualität natürlich auch. Aber wirklich robust wurde eine nicht gewesen. Und vor allem konnte der, ja, andere knechten, aber nicht die Temperatur anzeigen. Das kann meiner hier schon. So sieht er erstmal aus. Verarbeitungsqualität ist mäßig bis räudig. Und ich muss zugeben, erst als das Ding angekommen ist, habe ich mir überlegt, wie eigentlich die Stromversorgung laufen soll, um das Display hier zu befeuern. Bis ich dann gemerkt habe, das Ding hat kein Display. Stattdessen sind die eingravierte Zahlen, oder keine Ahnung, die sieht man auf jeden Fall nicht. Und eine Zahl, die fängt dann an zu leuchten. Das sehen wir, also im Moment leuchten eigentlich so ziemlich alle. Und ich weiß, ob ihr das sehen könnt, weil es ist ganz, ganz, ganz schwach. Die Zahlen werden sozusagen bei Temperatur erst sichtbar. Zeigen dann sozusagen die Körpertemperatur an oder die Fingertemperatur. Ist ja bloß die Außentemperatur von meinen Finger. Und das dauert auch eine Weile. Aber das Problem ist, dass immer mehrere Temperaturangaben gleichzeitig aufleuchten. Ich gehe mal davon aus, dass man das sozusagen dann den Mittelwert nimmt. Keine Ahnung, also wenn drei Zahlen aufleuchten, 31, 32 und 33, das sind 32 Grad, die tatsächliche Temperatur ist. Wofür man das jetzt so genau benötigt, ich habe es ehrlich gesagt nicht rausbekommen. Ich fand es erst witzig und dachte, es wäre eine digitale Angelegenheit, läuft aber offensichtlich überhaupt eine chemische Reaktion, dass bei gewissen Temperaturstufen eben dann gewisse Zahlen halt aufleuchten. Auf jeden Fall musste ich den Ring dekantieren, ja, von dem einen, nicht den anderen. Auf billiger Blechschmuck. Ja, es leuchten auch irgendwie echt 31, 33 und 35 leuchten jetzt auf. Keine Ahnung, was das soll. Also abgesehen davon, dass man da wirklich ganz schön hingucken musste, dass man es noch erkennen kann. Aber dafür habe ich ein Gadget Nummer 2. Das habe ich nur bestellt, weil es fancy aussah. Und auch ihr werdet das genauso sehen wie ich. Passt mal auf, wenn ihr denkt, Terminator sieht irgendwie futuristisch aus. Zumindest wenn er angeschossen wurde, ansonsten sieht er aus wie ein ganz normaler Mensch. Passt mal auf, Freunde. Ja, jetzt, also hier, Ghost in the Shell, Batu, sag ich nur. Ich habe, ehrlich gesagt, das Ding echt bestellt, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Oh, und frag mich auch heute irgendwie noch so ein bisschen, was meine Motivation eigentlich war. Aber abgesehen davon, dass ich jetzt eben aussehe wie ein Cyborg. Wobei, wir wissen alle, Batu ist kein Cyborg. Der ist eigentlich eher mit technischen Komponenten aufgerüstet worden. Okay, jetzt habe ich es ganz gut eingestellt. Also, was ist das? Das ist eigentlich so ein Ding, wie man beim Optiker, genau gesagt, beim Augenarzt, halt auf die Nase bekommt. Das heißt, ich kann das jetzt hier einstellen. Ich habe rechts eine Schraube, ich habe links eine Schraube. Und dann verändert sich der Abstand der Linsen. Nur ich habe innen und außen welche. Die innen sind aus Gründen noch immer gelb eingefärbt. Oder die außen, ich weiß es gar nicht. Ja, die Innenlinsen, die sind gelb eingefärbt. Frag mich nicht, warum. Das heißt, ich sehe alles gelb. Dann sind die super tiny, die Linsen innen. Also das sind ganz kleine Gucklöcher. Ja, und dann kann ich eben hier rechts und hier links einstellen und kann dann für jeweils für das linke oder für das rechte Auge das Ganze scharf stellen. Wobei alles ein bisschen rangezoomt ist. Und dann aber auch tatsächlich schärfer gestellt wird. Das heißt, ich sehe mir den Ding tatsächlich besser als mit meiner Brille. Gut, das könnte jetzt bedeuten, dass ich vielleicht mal wieder zum Optiker sollte. Das ist aber für mich eigentlich jetzt nicht wirklich der Sinn und Zweck dieser Brille. Das ist für mich kein Existenzgrund. Für mich ist es einfach mal, also Leute, ich sehe fancy aus.
Ich müsste nochmal in die Beschreibung schauen. Ich verlinke euch, wenn ich das alles wieder finde, verlinke ich euch das unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch das dann selbst anschauen und durchlesen. Weiß nicht genau, was der Einsatzzweck von dem Teil hier sein soll. Aber es sieht voll cool aus, oder? Wie, ey, damit gehe ich voll als Batu durch. Ja, wie gesagt, wenn man es richtig einstellt, dann kann man damit echt crisp sehen. Ist auch relativ verzerrungsfrei, es geht schon klar. Aber warum es gelb ist, weiß ich nicht. Und wie gesagt, die Gucklöcher sind winzig. Also alles ist halt, ich habe jetzt eine extrem eingeschränkte Sicht. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Für mich ein bisschen Fehldesign. Ihr habt das nochmal in der Nahaufnahme, dass ihr das Ding mal gesehen habt. Ist halt komplett eine Plastikbrille. Und ist super unbequem. Achso, jetzt muss ich das hier natürlich wieder... Ihr seht, hier kann ich dann die Linsen dann näher aneinander machen. Und zwar einzeln für jeweils links und jeweils rechts. So, jetzt kannst du auch wieder zusammenklappen. Ja, für mich aber eigentlich eher die Batu-Brille, wenn man halt vorhat, in Ghost in the Shell Themenabend zu veranstalten. Okay, das letzte Objekt, das fand ich besonders enttäuschend. Wirklich, weil ich habe die Bilder gesehen und das sieht so Party aus, die Leute. Und habe ich es mir bestellt und habe ich dann diese Brille bekommen und habe gesehen davon, dass die Verarbeitung das Miserabelste ist, was ich mein Leben bisher ertragen musste. Sehe ich eigentlich mit den Dingen einfach nur scheiße aus. Während die... kennt ihr das? Wenn man halt so scheiße aussieht, das kommt praktisch schon wieder hinten rum und ist witzig. Beziehungsweise originell oder Kunst. Je nachdem, wie besoffen gerade die Gesellschaft ist, in der man sich befindet, das sieht einfach nur blöd aus. Also wie gesagt, die Bilder in dem Angebot, da sahen die halt voll lächerlich aus, aber eben geil lächerlich, dass man sich so ein bisschen darüber abfeiert. Also so lächerlich eben, dass man sagt, hat schon wieder Stil. Das ist schon wieder was Besonderes. Ja? Das ist wie ein Film, der so schlecht ist. Kennt ihr das? Das Filme, die... Oder dieses eine Spiel, schlechteste Spiel aller Zeiten? Ich habe das nicht gefunden. Dann habe ich eingegeben, das schlechteste Spiel aller Zeiten, You Are Winner. Und Big Rigs Over the Road Racing. Müsst ihr mal googeln. Ja, das ist ja was anderes. Das ist anders schlecht. Das ist halt so schlecht, ist einfach kultig geworden. Ja? Wie zum Beispiel, dass wenn man rückwärts fährt, das unendlich beschleunigt. Oder schaut euch einfach mal Videos dazu an, das ist echt so gut. Abgesehen davon, dass alles gelb ist und mich irritiert die ganze Zeit diese bekackte UV-400-Sticker. Die ist mega unbequem, die hat kein Nasenpolster, das ist einfach aus Plastik. Und ihr wisst, warum Nasenpolster heißt, weil es mich die Nase polstert. Und Nasenpolster ist aus Silikon und nicht aus Hartplastik. Da hätten sie auch zwei Stückchen von Eisenbahnschienen rausschneiden, dann löten können. Haben sie aber nicht. Darüber hinaus ist das auch zu klein, das Nasen... Ich habe ja, also, nennen wir es mal eine ausgeprägte Nase. Aber ihr wisst ja, die Nase... Also, was war Johannes? Naja, ihr kennt den Spruch. Naja, was für eine Enttäuschung. Ich dachte wirklich, ich kann euch dann so übelst wegtrollen, wenn ich plötzlich mit so einer coolen Brille... Ich hoffe, ich habe das JPEG gefunden, euch inzwischen eingeblendet. Und ich denke mal, ihr seht dann, was meine Motivation war, als ich das Ding bestellt habe. Fein, die Nase... Quatsch, die Brille ist viel zu hoch. Und vielleicht so bin ich jetzt ein Snob. Okay. Das soll schön gewesen sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Gadget ihr am besten gefunden habt. Aber vermutlich ist es der Ring, der halt eure Körpertemperatur anzeigen soll. Wenn man den ein bisschen länger trägt, dann wird es sicherlich irgendwann auf eine Zahl festlegen. Ich weiß es nicht. Aber auch ist billig gewesen. Also ich denke mal, es ist die unzuverlässigste Art und Weise, die eigene Körpertemperatur zu messen. Wenn ich zuverlässig meine Körpertemperatur messen möchte, dann kommt nur noch meine Mutti und legt mit der Hand auf die Stirn. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Ich hoffe, es wird angenehm und nicht die Hölle auf Erden. Einige wissen gerade nicht, worüber ich rede, andere aber, die wissen gerade ganz genau, worüber ich rede. Hoffe ich, ihr genießt die Zeit so ein bisschen. Ich mache weiter für euch Videos, so viel wie geht, bis auf Anschlag. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren, ihr könnt mir einen Daumen nach oben da lassen, ihr könnt auf moschus.de surfen. Da findet ihr ein Forum, da könnt ihr miteinander diskutieren. Ich habe auch alle Sachen, die ich halt hier immer so vorstelle, außer diesen Quatsch hier. Da gibt es auch nochmal eine Liste zusammengefasst, dann wisst ihr, ob ihr was bestellen könnt, falls ihr euch nochmal dafür interessiert. Findet ihr auch in der Videobeschreibung, gibt es eine direkte Verlinkung. Ihr könnt meinen TikTok-Kanal abonnieren, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da kommen auch mal die ein oder anderen Produkte, die ich hier gar nicht vorstelle oder irgendwann spät. Und vor allem sind die Videos da kürzer. Hey, bis zum nächsten Video. Ciao.